Ja, hallo, da bin ich wieder mit Bärbels Wohn- und Deko-Ideen. Ja, das Wetter wird und wird hier nicht besser, aber jetzt fange ich an, mal meine Terrasse zu bepflanzen. Ich wollte euch das dieses Jahr mal zeigen und fange dann mal mit diesem Bottich an. Ich habe mir da Hortensien rausgesucht und ein paar Stiefmütterchen und Ranunkeln und das zeige ich euch jetzt mal, wie ich das einpflanze, wie das hinterher aussieht. Ja, ich habe jetzt hier diesen schwarzen Topf, den ich nachher in den weißen setzen werde, weil ich möchte da nicht direkt einpflanzen. Habe da schon mal die weiße Hortensie reingepflanzt und habe mir jetzt gedacht, ich wollte ein bisschen Grün reinhaben. Auch so etwas mal. Und habe dann die Ranunkel in der Mitte. Ein Stiefmütterchen. Und eine von meinen Babys. Das passt auch noch ein zweites Stiefmütterchen. So, das ist eigentlich schon mal eine ganze Bepflanzung. Ich mache noch ein bisschen Moos rein. Und ich finde, das sieht doch schon sehr hübsch aus. Ich zeige euch gleich, wenn ich das richtig eingestellt habe. So, ich mache jetzt noch ein paar Kieselsteine drauf. Und dann war es das eigentlich schon. Das ist so ein kleines Highlight jetzt auf meiner Terrasse. Viel mehr ist da noch nicht passiert. Aber ich werde jetzt täglich ein Stück weitermachen und werde euch das immer zeigen. Vielleicht gefällt euch das eine oder das andere oder ihr findet das auch ganz gut. Würde mich freuen, wenn ihr einen Kommentar schreiben würdet. Danke, tschüss.